Ja, also erst einmal muss man natürlich sagen, man darf uns natürlich nicht auch jetzt alles in die Schuhe schieben. Also jeder ist dafür selber verantwortlich, was an einem Spieltag passiert, und die Tabelle lügt halt nicht. Und werden trotzdem versuchen, uns mal im Hinblick darauf ein gutes Spiel abzuliefern, auf die Fans, die mit nach Wolfsburg fahren und die Fans, die unserem Fernsehen uns anschauen werden. Und das hat einfach Priorität. Wir wollen dann nochmal ein gutes Spiel abliefern, wollen nochmal zeigen, dass mehr möglich auch war. Und von daher, ja, was dann schlussendlich dann passiert, wer runterkommt, ist uns völlig egal. Für uns geht es wirklich nur darum, den Fans, die uns jetzt ganz Zeit auch treu gewesen sind, einfach nochmal was dazu bieten, Leistung abzurufen, abzuliefern. Und das ist der Auftrag. Ja, 6 Monate liegen jetzt hinter dir. Wie würdest du das zusammenfassen? Wie war die Erfahrung für dich? Naja, ist mir jetzt kein, also es ist für mich jetzt auch kein absolutes Neuland. Erste Liga schon, aber habe schon ein paar Jahre auch zweite Liga hinter mir. Und trotzdem natürlich war hier nochmal in Sachen Aufmerksamkeit, Zusammenarbeit mit den Medien, Druck, den wir uns auch intern gemacht haben, Tabellenkonstellation, wie wir angefangen haben, unbedingt Spiele gewinnen zu müssen. Das war dann schon nochmal eine Erfahrung, die sehr, sehr extrem gewesen ist. Und viel mitgenommen, nochmal viel auch gelernt. Und trotzdem glaube ich, wir haben es ordentlich gemacht. Wir haben es nicht gut gemacht, aber wir haben es ordentlich gemacht. Wir haben schon dafür gesorgt, nochmal, dass wir rangekommen sind. Sind sehr, sehr, sehr spät abgestiegen. Viele haben mir gesagt, das kann früher passieren oder es wird früher passieren. Das haben wir hingekriegt. Wir haben nochmal dafür gesorgt, dass wir Hoffnung gehabt haben, dass die Leute an ein Wunder geglaubt haben. Aber schlussendlich sind wir dann trotzdem aber auch gescheitert in den entscheidenden Spielen. Wenn ich an Stuttgart denke, an Mainz denke. Und es gab die Möglichkeit, da zu punkten. Ob man dann drinnen bleibt, das hätte dann, das ist rein spekulativ, aber es gab die Möglichkeit, auch bis zum letzten Spieltag drum zu spielen. Das haben wir nicht hingekriegt. Aber trotz all dem muss ich sagen, Mannschaft hat sich bis heute nie hängen lassen. Wir haben respektvoll zusammengearbeitet, habe auch das Gefühl, dass sie jetzt auch nochmal abliefern möchte. Ich fand das gegen Bayern halt sehr spannend. Also welche Mannschaft hat 8 Torchancen herausgespielt gegen die Münchner letzte Woche? Und selbst nach dem 3-1 ist sie nicht eingebrochen, hat dann wieder nach vorne Fußball gespielt. Also Mannschaft hat einen guten Charakter und leider sehr, sehr schade, dass diese Mannschaft absteigt. Aber dafür gibt es halt die Gründe. Und das muss man auch nochmal nach der Saison entsprechend analysieren. Und dann, glaube ich, mit dem Großteil dieser Jungs, glaube ich, geht es dann auch schnell wieder hoch in die erste Liga.